Hallo Freunde, willkommen in Falkenhausen. Wenn nichts Falsches machen, ja? Nettes Titelbild. Ich liebe es, wenn ich irgendwo neu anfange und ich labe mir einen Wolf und werde hier gerade überfahren und habe wirklich vergessen, die Aufnahme zu starten. Das ist schlimm. Da ist noch so ein nettes Schild. Wehrstadtgelände. Also entweder Werkstatt oder Wehre schreibt man mit H. Oh. Shitstorm. Hier sind wir beim Händler. Das fängt schon wieder gut an. Schön groß. Große Showfläche, wo nichts drin ist. Muss man die umrunden oder kann man doch immer rein? Ah, da gibt es ein Tor, okay. Marmor, wow. So, hier scheinbar kann man was verkaufen. So, wir sind neugierig, wir gucken, was oben ist. Ah, das kommt mit FS22. Man hat schon mal Werbung gemacht, das ist schon mal gut. Bin neugierig, ob die Tür noch was raus, wo ich mal hingehen kann, ja. Wo geht wirklich? Ein Büro. Wow. Wie kann ich anfangen? Such keinen Job, wie wäre es? Kann ich mich da bewerben? Ja, ist, freie Büros sind immer toll. CDs sind das. Das sind CDs. Hallo? Dachte, wir werden mal arbeiten. Gut, also wir fangen an und suchen uns ein Auto. Also wie immer, ich habe mir, ich nehme den kleinen Stopplobster hier, das schwierig. Also mit dem Untergrund ist schwer, weil man kann die Sachen nicht lesen hier. Sehr schwer lesen. Es ist witzig gemacht, aber weniger wäre mehr gewesen. Ich weiß, und links ist kaufen. Was mir an dieser Map aufgefallen ist, ich habe so quasi nichts. Ich besitze nichts. Ich fange an mit 100.000 Euro, wo ich gerade jetzt mal 23 nur für das kleine Ding ausgegeben habe. Die Grundstory für diese Map, wo ich es verstanden, so ich es verstanden habe. Ich muss mir den ersten Hof kaufen, bewirtschaften, so lange, bis ich genug habe, um den zu verkaufen, um mir den zweiten leisten zu können. Und so weiter und so weiter. Es gibt mehrere Höfe, bis zum Schluss ein Lohnunternehmen da ist, was ich mir dann wahrscheinlich auch kaufen kann, muss, darf. Das heißt, ich fange hier in der Mitte Hof 1 an, bewirtschafte den, wenn ich den fertig habe oder wenn ich genug Geld habe, verkaufe ich den und gehe dann zu Hof 2. Das könnte Hof 2. Das ist Problem. Wenn da das drüber steht, man kann sich lesen, Hof 2 geht gerade noch. Hier habe ich Hof. Könnte 3 sein. Sehr in die enge Ecke gepresst. Hof, keine Ahnung. Ist runter und Ecke, könnte 5 sein. Hof 6 haben wir da, Hof 4. Wobei Hof 6, glaube ich, das Lohnunternehmen sein soll. Aber wir schauen es uns an. Wir müssen jetzt erst zu Hof 1, den schauen wir uns erstmal an.
bin in der falschen Richtung. Ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Rechts rum, links rum. Ich versuch's mal rechts rum. Also ich finde, es ist eine Herausforderung. Man nimmt einen Hof, bewirtschaftet ihn und wenn er gut ist, dann verkauft man den, kauft sich einen größeren, neueren. Ich hoffe nur, es lohnt sich, dass die auch wirklich so gut aussehen, die Höfe. Und jetzt kann ich hier nicht nach links. Geil. Entschuldigung. Toll. Ich wäre gern in eine andere Richtung gefahren. Jetzt fahre ich wieder in die falsche Richtung. Ist der Auswahl, ist keine Art. Jo, also. 100 wäre hier. Ich habe Höchstgeschwindigkeit, nicht Mindest, sondern mindestens schafft er das nicht hier. Der Kleine. Da mag er nicht. Fulda. Nach Fulda geht's. Würzburg. Wir sind hier. Frankfurt am Main, die Hessen. Ist aber irgendwo blöd. Ich habe mich verfahren. Ich möchte gern auf die andere Straßenseite. Ich werde zurück in die Richtung. Kann man das irgendwo ändern? Scheinbar nicht. Also es ist eine ganz schöne Fahrerei. Das hier rechts scheint die Map-Begrenzung zu sein. Ich finde es nicht schlecht gemacht mit den Bäumen. Also Wasser, Bäume, also man muss nicht dahin. Problem ist wirklich nur, ich komme nicht auf die andere Straßenseite. Ich komme nicht zu meinem... Also wer gerne Autobahn fährt, schön. Jetzt kommen wir noch auf einen Platz. Wie komme ich denn da wieder zurück? Ich muss die ganze Strecke zurückfahren. Und über die Autobahnausfahrt. Agri LB. Ich muss, also es gibt da sogar Verkaufs. Hier ein Autobahnkreuz, wo man wenden kann, wäre vielleicht hilfreich. Gehen wir hier links drauf, gucken, dass wir hier irgendwo den ganzen Weg wieder zurückkommen. Also interessant gemacht. Also ein Autobahnkreuz auf dem Map habe ich noch nicht gesehen. Weil so kriegt man die Zeit auch rund. Früher Frühling, der Boden ist zu nass, man kann eigentlich nichts tun, es ist zu kalt. Also bis Temperaturen hoch genug sind, dass man irgendwo rot bearbeiten kann, kann man sich die Map ansehen. In meinem Fall wäre das dann ganz schnell Autodrive-Kurse anzulegen. So, da sehe ich was mir gar nicht gefällt. Ich stehe jetzt mal hier. Das macht man nicht auf der Autobahn, aber... Das finde ich unsauber. Die Kante so runter zu machen, also immer wieder ein bisschen Felsen machen können. Also einfach nur rauslaufen lassen. Hier auch. Hier ist Fehler drin in Textur. Da kann ich unter die Fahrbahn kriechen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder das Shitstorm. Mach's besser.
Ich kann es nicht besser, auf keinen Fall, aber ich will ja nur darauf hinweisen. Ich kann nicht meckern, aber wie gesagt, ich habe ja auch mal schön, ich finde diese Brücke sehr schön, also Autobahnkreuz finde ich interessant. Wie weit nutzbar da an der Seite, weiß ich noch nicht. Das wird sich im Spiel erst auskristallisieren. Eigentlich möchte ich mir ja auch in den Hof angucken. Für mich so viel, wir haben 10 Stück und wir haben den ersten noch nicht erreicht. Aber wir wollen uns ja auch die Map angucken und ja, ich fahre mit Tastatur, deswegen ist er Hackler da, wenn sauber geht es nicht. Hier geht es irgendwo von der Autobahn runter. Weiterfahren einfach durch den Tunnel. Dann bin ich schon mal wenigstens in die Richtung von dem Hof. Damit muss ich gleich hier rechts ab oder gehe ich da wieder auf die Autobahn? Ausfahrt. Ausfahrt ist gut. Da stehen Silos. Ist das mein Hof? Ich bin noch nicht Meiler. Ich glaube, der gehört mir noch irgendwie. Die muss ich auch noch kaufen. Also man wird wahrscheinlich um einen Kredit nicht rumkommen. Ein sehr schneller Zug, sehr nah auf der Strahler Straße. So. Hof angekommen. Wir haben Hallen, große Hallen, das ist schon mal schön. Schauen wir, ob wir öffnen können. Eine große Halle. Das gefällt mir, da drüben ist die gleiche Halle scheinbar in kleiner. Das ist das gleiche in kleiner. Das heißt, wieder rückwärts einparken. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht mag. So, das hier scheinen. Man mag mich berichtigen in den Kommentaren, wenn ich falsch denke, aber ich könnte sein, dass es hier Regale sind für Schneidwerke. Ich hoffe, das ist so. Mit Lift rauf und runter. Ich denke, das ist sowas. Da geht es rauf runter. Schacht 1, Schacht 2. Steht nicht bei. Gut. Aber ich denke so. Das Bauernhaus kennt man. Das ist der Standardteil. Mit Begrünung im Flur, in der Küche. Werkstatt gibt es nicht, die kann man aber Werkstatt-Tipper da reinsetzen, ist ja kein Problem. Ein offener Unterstand, ein Hof-Silo für alles, zwei sogar. Weiß jetzt nicht, warum das zwei sind. Wir haben schon was drin, das ist schon mal sehr gut. Also man es kauft, ich hoffe, das bleibt auch drin. Haben wir es verkaufen. Wir haben keinen Stall, so wie es aussieht. Rein Ackerbau, damit sollen wir es schaffen. Gut, also das wäre der erste. Wir gehen mal auf die Karte mal eben und gucken, was kostet der denn? Was, 28.000 nur? Was kostet der zweite? Wenn das Nummer 2 da ist. Sägewerk steht da drin.
Bin ich auf 2? Ich hätte jetzt gedacht, das war Hof 2. H2 steht da dran. Sägewerk. H2 kostet 55.000. Können die mir schon? Ich muss den ersten erst haben, habe ich gelesen. Also ich könnte den jetzt kaufen, den ersten, und sofort wieder verkaufen, können wir den zweiten kaufen. So, jetzt bin ich hier falsch, weil ich muss in die andere Richtung. Oder war richtig. Arle. Weberei ist schön schön ausgeschildert. Wo bin ich? Ich bin da unten. Ich muss fahre hier gerade durch. Links, links. Hoch, gut. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. Hier das Feld 7. Jetzt fehlt ein längeres Video, so wie das aussieht. Aber hier, den Preisen von den Höfen ist das möglich. Ich habe schon gedacht, ich mache den ersten Hof und bevor ich mir den zweiten leisten kann, kommt ein Update. Ich fange wieder von vorne an. So habe ich es normalerweise mit meinem Glück. So, da stand Sägewerk Hof 2. Hier muss man aufpassen, wenn es in den Graben rutscht. Das wird beim Feldbearbeiten da drüben ganz gut. Also, die Feld 10 ist sehr anerkannt. Also, weiß nicht, ob ich das im Editor nicht ein bisschen einfacher mache, dass man die Kante grün macht. Wenn das geht, wenn man Gras malen kann. So, jetzt rechts rum. So, norddeutsche Karten gibt es, die haben diese Gräben da drin. Wenn ich Probleme kriegen mit Autodrive, der jedes Mal den Graben reinfließt, fliegt. Also. Hier haben wir das Sägewerk. Hinterm Sägewerk sollte Hof 2 liegen. Muss er jetzt nicht durch das Sägewerk durch, oder? Das sieht nach Hof 2 aus. Jetzt bin ich an der Einfahrt vorbei scheinbar. Also das Sägewerk liegt innerhalb der Farm, also innerhalb des Hofes scheinbar. Schon seltsam. Dann schauen wir mal, was wir haben. Unterstände, groß, offen, gut. Machen wir es mit der Karte mal eben, was wir hier haben, was er mir anbietet. Nichts. Ein Schweinestall. Ich mag keine Schweine. Ein Rail-Silo. Ach, das ist das Silo da vorne. Der Sägewerk liegt dahinter. Das ist das Rail-Silo. Kann ich dann gleich auf die Schiene. Und das ist der Schweinestall. Hier ist Platz für alles Mögliche, da ist wieder das Regal. Noch ein Bauernhaus mit Unterstand. Wenigstens etwas von Durchwale, das ist schon mal mit von euch. Das ist wieder mal Silos. Wo ich mal sagen, warum zwei ist das hier für flüssig? Einmal flüssig, einmal fest. Das könnte hinkommen. Da ist aber nichts drin.
Deswegen muss ich erst wahrscheinlich anfangen, damit ich alles verkaufen kann. Gut, dann gibt es hier wieder Hallen und genug. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Hallen gibt. Warum man so viele Geräte. Ja, siehst, wenn ich da anfange, ich muss das erste Mal Schweine wirtschaften oder bewirtschaften. Wirtschaften ist auch nicht schlecht. Ich muss Schweinkram machen. Da oben ist noch was. Hört das noch dazu? Ne, da oben ist die Schreine, das ist die. Das ist da oben dieses Holzteil. Schreinerei. Sägewerk. Und das ist das Bahnsilo. Okay. Kann ich Sachen gleich per Bahn dann verschiffen? Verschicken, verschiffen. Was rede ich denn eigentlich? Gut, das ist also herausfordernd. Der erste Hof haben wir uns gemerkt, es gibt keine Tiere. Der zweite Hof ist Schwein. Hier oben gibt es nichts. Dann sollen wir gucken, ob wir den dritten finden. Wenn das da hinten der dritte ist, dann fahren wir darüber. Ich weiß noch nicht wie. Keine Ahnung, also da schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Einmal fahren wir die Straße einfach entlang, wir kommen zum dritten Hof und gucken, wie es dann weitergeht. Es ist eine große Karte, weil viel zu fahren. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut, muss schon sagen. Verstehe, weiß ich nicht. Ich werde mich jetzt mal auf die Höfe konzentrieren, damit wir nicht zu lange sind. Wir sind schon jetzt durch mit der Zeit, aber wir sind noch nicht bei Hof 3. Es ist etwas hügelig, es ist nicht vollkommen flach. Ist jetzt noch keine großen Berge gesehen. Brauchen wir auch nicht, es ist viel zu fahren. Es ist nett gemacht, es hat Potenzial. Man schreibt ja, es ist eine Beta-Version, es werden auch Updates kommen. Gut. Da haben wir ein Heizkraftwerk und wieder ein Rail-Silo. Das ist eine Bushaltestelle. Auch nicht schlecht. Also ist gar kein. Hey, ich bin jetzt mal böse, ich fahre jetzt mal an den Gleisen entlang. Dafür habe ich ja Gott sei Dank etwas geländegängige Fahrzeuge. Wenn ich hier zur Straße suchen muss, das wird etwas zu lange dauern. Also die Umrandung von beiden ist lieblos. Aber wenn der mal kommt, da kommen schon mal Bäume. Es gibt ein Forstgebiet, da fahren wir gerade drauf zu. Jetzt kommen die Bäume, die erscheinen und schon wird der Umrandung schön. Wenn es alles Bäume gesetzt sind, ist es eine ganze Menge, dann ist viel Arbeit gemacht. Wo ich nicht weiß, ob er da hinkommt. So, jetzt muss ich scheinbar über die Gleise hopsen. Wo haben die denn? Ah, da kann ich drüber. Da gibt es auch einen Weg. Okay, ich hätte von der anderen Seite machen können. Kein Problem. Gibt Schranken, wenn ein Zug kommt, hau ich dann wieder dagegen. Wir haben wieder die obligatorischen Hallen.
Von Hof zu Hof werden es mehr Plätze. Ein offener Unterstand, wir fahren mal durch. Und dann haben wir einen Kuhstall. Das könnte der von der Ravensberg. Ne, das ist nicht der von der Ravensberg. Da komme ich nicht rein. Macht man da alles von draußen? Okay. Ja, das ist der alte Kuhstall, den kenne ich. Da braucht man nicht rein. Also, erst nur Getreide und verkaufen. Der zweite ist ein Schweinebauer und der dritte hier macht Kühe. Das liegt mir schon besser. Das Regal ist wieder da, unser Bauernhaus. Immer wieder gerne verwendet und ein Durchfahrsilo, wir sind durch. Das ist der dritte Hof. Nehmen wir über die Gleise drüber und dann gucken wir, wo wir zu Nummer 4 kommen. Das hier, diese Party 5, die 6, Nummer 4. Viel weiß, weit. Also, auf, auf. Also für alle, für die das Video jetzt zu lang wird, schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da und ich werde das aber alles nach einem Video durchziehen jetzt. Aber das ist, ich möchte das nicht in zwei Teilen machen. Wer interessiert ist an dieser Map, sollte weitergucken. Wir schauen uns an, was da noch kommt. Ich finde sie sehr interessant. Ich finde das Prinzip nett. Wirklich, man muss gucken, was daraus wird. Hof 1 zu Hof 2, wieder der Preis ist nicht hoch. Da ist man schnell mit fertig, als wäre keine Lust, dann nur Ackerbau und Verkauf zu machen. Ist schnell fertig. Dann gleich den zweiten nehmen, die Schweine. Die Preise gucken uns zum Schluss noch an. So, hier ist die Straße. Hier gibt es gar keine Straße. Gut, also. Kein Problem. Da gibt es eine Brücke, das ist hoffentlich, ich befürchte, das ist eine reine Eisenbahnbrücke. Also hat alleine viel Fahrerei, weil es man nicht überall über die Flüsse kommt. Wir haben jetzt einmal die, oben die Brücke zum Hof 3. Wäre mir lieber gewesen, man macht noch ein, zwei mehr Brücken. Das ist kein Hof. Verkaufsstelle. Ist nur gucken, wie ich hier rauskomme. Da vorne. Wie gesagt, also da ist diese Fahrerei, nur um hier auf die andere Seite des Flusses zu kommen, das finde ich zu viel. Hätte in der Mitte noch ein oder zwei Brücken machen müssen oder können. Das wäre stundenlang unterwegs.
Gut, wir sehen ein bisschen was von der Map. Es gibt hier einen grandiosen Wasserfall. Der ist toll. Der ist echt toll. Das ist schön. Schön gemacht. Aber ich komme mal nicht dahin, wo ich hin will. Gut, also. Wir fahren wieder querfeld ein. Das ist irgendwo nicht so, wie ich das gerne hätte. Wie sieht es denn hier aus? Wo bin ich überhaupt? Also ich muss ganz da runter. Da gab es eine Brücke, die ich nicht gesehen habe, wo ich gar nicht hingekommen bin. Also, wir ziehen Hof 5 vor. Wieder die Hüfte zeigen. Wir ziehen Hof 5 vor. Das ist kein Problem. Da sind wir gerade in Richtung. Wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Feld 49 scheint eine Wiese zu sein. So, das war das Telefon, was mich gerade unterbrochen hat. Ich bin jetzt bei Hof 5 angekommen. Wir haben hier das obligatorische Silo. Wie gesagt, ich glaube, das Liegende ist für flüssig und das Hohe ist für alles andere. Wir machen mal einen Rundflug hier drüber. Dies ist ein Kuhstall, den wir schon mal hatten. Das ist sehr toll, die Milchanlage direkt vor der Einfahrt. Ist ein kleiner Kuhstall, okay. Abgeteilt Silo. Fahrsilo. Warum man das abteilt, weiß ich jetzt nicht. Zwei große Unterstandhallen wieder. Dies Regal und ja, das Bauernhaus. Das ist Hof 5. Das ist jetzt auch nicht mehr. Es vermutet eigentlich, dass man sich verbessern soll, aber irgendwo ist das nicht großartig besser als der 3. Den 4er will ich das sehen. Und diese Straße ist schlecht angelegt. Also das finde ich nicht gut. Da hoffe ich, dass da auf Updates, dass da was verbessert wird. Diese Schräglage ist lieblos, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich auch hier. Verbesserungswürdig. Was haben wir hier angelegt? Wo bin ich hier angekommen? Ein Nichts, da ist nichts dran. Es ist interessant, aber Gewächshäuser wird mit Sicherheit noch kommen. Ich denke, das ist in den nächsten Updates. So, Hannover, Hildesheim, also wir machen Art Deutschland durch. Wo komme ich jetzt dahin? Wenn ich hier geradeaus weiterfahre, komme ich. Da ist Hof 6, den können wir mitmachen. Und Hof 4 machen wir dann immer, das ist Hof 6. Ja, ich bin ja schon weg. Können Sie mal überholen versuchen. Ich bin nicht schnell. Da rechts oder rechts einfach. Schlimme, der KI schneller ist als ich. Ich kann nur 52, mehr ist nicht drin. Wir sollen rechts den Fahrradweg nehmen. Mit meinem Ding. Viel Strecke zu fahren.
Also, oh, Leitplanke mit Kollision gewaltig, gut. Was ich sagen wollte, also Hof 1, 2, 3 ist der Steigling. Finde ich interessant, finde ich gut, kann man sich verbessern. Hof 4 haben wir ausgelassen, Hof 5 sehe ich keine Steigerung zu 3. Das ist dann seltsam. Das habe ich jetzt immer nicht verstanden. Kommen wir wieder auf die Autobahn, wo ich mich hin will. Komme ich da auf die Seite? Ich hoffe, hier auf die 6 kommen wenigstens. Den Hof. Gut, da vorne ist ein Silo zu sehen. Die sind weit zu sehen. Das sind die schönen Silos, der Standard-Silo, was wir gerade schon hatten. Oder immer auf jedem Hof haben. Da ist ein großes Schild vor. Das ist das Lohnunternehmen, genau, das Lohnunternehmen ist Hof 6. Ein Lohnunternehmen zeichnet sich aus, dass sie sehr viele Unterstände brauchen. Verkaufsmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten, Unterstände noch und nöcher. Obligatorischer Regal, Saatgut, Düngerherstellung, haben wir alles da. Ein Farmhaus, wo sich keiner Neues leisten kann, das ist immer die gleichen. Gut, also, das haben wir auch, das ist das Lohn und dann, jetzt sehe ich noch ein, das ist was anderes. Was Besseres. Das Einzige, was uns auch fehlt, ist jetzt dazwischen dieses Hof 4. Wenn wir schauen, wie ich da hinkomme. Da gibt es keine Verbindung. Also ich kürze ja jetzt ab. Ich fahre jetzt da ums Feld rum. Also die Minimap und die große Map, die sind schwierig zu lesen, was Wege angeht. Also hier würde ich mit Sicherheit Autodrive durchziehen. Wenn ich das kaufe, irgendwann ein Wegchen machen. Also das brauche ich. Also nur unnötig Umwege fahren, das muss ja nicht sein. Ich glaube, das wird sogar jeder Bauer machen. Sich da Feldweg hinfahren. Also mir gefallen diese Silos, weil die sind von weitem zu sehen. Und das ist für mich der, gut, das ist der vierte Hof, für mich ist der letzte zu zeigen. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir da haben. Da fehlt noch das Tor und ein Stück Mauer, das wird noch kommen mit Sicherheit. Das sind die Updates, die immer kommen. Unterstand, Regal, wie gehabt. Bauernhaus, wie gehabt. Ein Hühnerstall. Das war's. Ich dachte, man soll sich verbessern. Also von keine Tiere über Kühe, Schweine. Und dann runter zu Hühnern. Und damit soll man Geld machen. Ist die Reihenfolge richtig? Da steht 4. Also soll man da wirklich von 1 bis 6 so durchmachen?
Also 1 und 4 würde ich hintereinander packen. Da kann man mit nichts über Hühner, Kühe, Schweine, weiß ich, wie man das machen soll. 5 war ein kleinerer Kuhstall, das ist, glaube ich, der Zweier. Also diese Reihenfolge verstehe ich nicht. Ich denke, das bleibt dem das Geheimnis des Mappers. Aber soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, alles gezeigt. Jetzt die Frage, soll ich mir das antun, dieses auszuprobieren, oder warte ich aufs nächste Update? Aber wie gesagt, man soll sich jeder selber ein Bild machen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es war informativ für euch, für alle, die durchgehalten haben bisher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Lasst ein Däumchen da und auf jeden Fall bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.